Alle da. Die da sind das. Das sind diese Verbinder. Siehst du da oben, ne? Die sind diese geilen Verbinder. Hat auch gut funktioniert tatsächlich. Da steht Bremse davon drauf. Und in der Beschreibung steht auch nichts drauf von, darf man nicht benutzen, ne? Hersteller ist Hausmarke. Was soll ich mir da groß bei denken? Oder was sagt ihr dazu? Auf meinem Prüfer meint das in Ordnung. Das hier schnell verbindet, ein L geschrieben, das ist eine andere Geschichte. So motiviert waren sie jetzt nicht, die zu inserieren, ne? Aber wie gesagt, ganz spezial, ganz special, keine Ahnung. Hallo, mein Schatz! Hausmarke ist gute Marke. Hausmarke ist gute Marke. Ich finde, das ist gut. Perfekt. Aber jetzt machen wir alles auf Hausmarke. Also ich kenne diese Verbinder nur so, ne? Deshalb frage ich. Achso, Tobi, mein Hasi. Nochmal danke fürs Kaffee ausschenken, ne? Weil du bist ja so abgehauen den Tag. Ich habe mich gewundert, wo du warst. Moin, Rammelböcke. Alter, wenn ich jetzt auf dieses Bremspedal drücke und mein Rad hinten blockiert, ist doch alles geil. Oder sehe ich das falsch? Und ich habe ja auch, wie gesagt, ich habe das Ding ja ausgetestet, wieso? Ich fahre den Wagen ja schon ziemlich lange damit. Ich habe den angemeldet und bin einfach losgefahren mit dem Auto. Und habe ihn irgendwann abgestellt und bin abgefahren, weil er gefahren. Was für ein Riffel ist ja aus, Öl ist auch Hausmarke, alles. Wie gesagt, also mal gucken, ne? Wie gesagt, also ich habe, der kann sich ja noch mal angucken am Stück. Schneidreben bei dem mir verbunden. Also wie gesagt, ich habe da nie was mit gehabt im Negativen jetzt. Ich habe extra noch gefragt, wo ich die Kommentare gelesen habe. 19 Verbinder hintereinander an die Bremsleitung. Ey, Schatz, du bist der Hammer. Die Dinger, die köppen nicht mal um. Ja, der ist so ein bisschen küppelig nach hinten, ne? Das ist so ein bisschen... Sag mal. Ich muss ihn jetzt mal austarieren. Schatz, der ist viel schwerer vorne, das ist viel besser. Wir haben so einen aus Plastik und der kommt immer nach hinten weg. Sag mal den anderen. Die Nudelkelle. Die muss erstmal auch mal ein TÜV bestehen. Schatz, das Ding ist Dreck. Das ist derselbe Scheiß. Du bist so doof. Das ist derselbe Scheiß wie der andere. Übrigens, ich habe ein paar Löffel gefunden hier im Büro. Ein paar? Ist der Kater jetzt hier drin, ne? Nein, der ist draußen. Nee, der liegt doch da. Wie, der Kater ist draußen? Ich brauch das Ding. Der Kater hat... Nee, der liegt da. Achso, der miaut jetzt da draußen. Nein, was sagst du denn zu den Löffeln? Ja, super. Kann ich die Kelle jetzt wieder haben? Schütt dich. Achso, und ich, pass auf. Nee. Gesammelt, warte, die lagen alle hier vorne. Die habe ich immer so vom Pudding mal so geholt. Und ich habe mich gewundert, warum ich morgens immer keinen Löffel kriege im Schrank. Ich habe alle Löffel einfach hier eingesackt. Ich bin jetzt bitte die Nudelkelle. Löffel. Bitteschön, mein Schatz. Du brauchst keinen neuen Löffel kaufen. Ja, und ich. Das sind noch mal ein paar. Die sind alle abgelutscht. Ich mache keine Gedanken. Da ist kein Schimmel dran. Die, ja, ich muss vorher eben kurz gucken, wie die Austarierung. Die ist immer genauso ein Dreck. Und die verteuern.